Also dann ist leider von Multimedia Creation, ich zeige dir jetzt, wie du auf deiner neuen Internetseite kannst das Bild anpassen oder verändern. Dafür gehen wir am Schluss von der Seite in den Login-Bereich wieder und geben Benutzernamen und Passwort ein. Voilà, wir sind im Admin-Bereich, gehen auf die Seite, die wir anpassen wollen und wieder auf Bearbeiten. Der Frontend-Editor öffnet sich. Das ist schön daran, man kann praktisch alles von hier machen. Tun wir mal das Bild anpassen. Dafür klicken wir einmal drauf. Wie du siehst, tut der Button gerade anpassen und da können wir jetzt einmal drauf klicken. So, und da innen hast du alle Bilder, die bereits schon auf deiner Internetseite zur Verfügung stehen. Wir können jetzt ganz einfach eines von diesen Bildern auswählen. Nehmen wir gerade das, passt gut. Jetzt der Alttext, das ist etwas Wichtiges, das müssen wir anpassen. Das geht auch ein bisschen darum, dass Google die Bilder auch wieder findet und auch kann zuordnen. Tun ich jetzt dem Freundsmassage eingeben. Voilà. Da haben wir noch den Abstand zum Text, wo rechts und unten jeweils auf der Seite an, jeweils immer 10. Und die Ausrichtung ist noch wichtig. Da sieht man es im Vorschau. Wenn man jetzt das auf rechts setzt, wäre das Bild rechts oder oben, unten und so weiter. Bei den meisten Internetseiten ist es einfach links. Der Text geht dann so rundum. Was noch wichtig ist, ist auf erweitert. Der Titel vom Bild tut man auch wieder die Preispassage. Oder was es dann auch effektiv ist. Und da kann man auch eine Beschreibung zum Bild dazugeben. Ich empfehle, dass man das immer macht. Ich tue jetzt hier keinen Beschreib, sondern ich tue jetzt einfach nur den Titel drin und update. Voilà. Und bereits schon ist das Bild da. Wir können es speichern. Und das neue Bild ist drin. Sehr gut. Es gibt natürlich auch die Situation, dass das Bild nicht schon auf dem Internet ist, wo wir eigentlich brauchen möchten. Dafür gehen wir wieder in Bearbeitung. Nehmen wir das Bild wieder. Die Prozedur ist genau gleich. Nur wir haben jetzt das Bild hier nicht drin. Somit müssen wir es aufladen. Hochladen. Voilà. Jetzt kann man entweder das Bild vom Desktop direkt hier reinziehen. Oder ich kann auf Durchsuchen gehen. Das spielt jetzt für das keine Rolle. Und dann jetzt aufladen. Voilà. Und schon haben wir das Bild jetzt auch hier innen, wo wir brauchen für den Text. Wieder das Gleiche. Alternativtext eingeben. Den Titel und Beschreib und Update. Das passt jetzt natürlich nicht zu dem, was wir haben. Da kann man auf den Button klicken, rückgängig machen, kann man bei jedem Schritt. Jetzt haben wir das richtige Bild drin und speichern. Das war es von der Bilderanpassung. Viel Spaß mit der neuen Seite.